So, auf ein neues. Ich will nicht den ganzen Stream hier verbringen. Ich würde unglaublich gerne noch ein ganz kleines bisschen Fortschritt machen heute. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. In der South Park-Folge ging es auch nur um WoW. Das macht's nicht besser. WoW habe ich auch nie gespielt. Da ist Dark Souls dann doch ein ganz Stück Qualität. Ah! Ich habe doch geblockt, aber ich hatte keine Ausdauer mehr. Nicht wahr? Das war das Problem. Ich werde mich nun verabschieden und wünsche ganz viel Glück. Bei mir wird das Traumreich besucht und erlebt. Ja, vielen Dank, dass du reingeschaut hast, Mokai. Auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Und ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall mindestens einen schönen Feiertag morgen. Und wenn du dann langes Wochenende hast, auch ein wunderschönes Wochenende. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Tut mir leid, dass ich heute nichts anderes zeigen konnte, als die 400 Meter zwischen Leuchtfeuer und Rooftop da oben. Ich hätte gern mal was anderes erlebt und was anderes gezeigt, aber ja, heute ist es so. Und vielleicht auch beim nächsten Mal noch und ich weiß nicht, für wie lange. Nein! Haha, falscher Moment, falscher Moment, falscher Moment! Spiel wimmelt von falschen Momenten. Au! So, 404. Wenn ich 404 Seelen habe, dann habe ich alle erwischt. Das weiß ich mittlerweile auch. 404. Restliche Seelen nicht gefunden. Das ist voll in Ordnung. Bei einem anderen Spiel zeigst du dafür mehr. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich mal wieder was anderes spielen darf demnächst. Und da auch mehr Fortschritte zeigen kann. So. Du kannst ja mal versuchen, an den Hollows vorbeizurennen. Dann musst du nur den Ritter boxen. Habe ich tatsächlich eben mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das war, bevor du aufgetaucht bist. Gut, dann bin ich hier tatsächlich stehen geblieben und habe geschaut, ob sie Treppen steigen können. Also Leitern. Ob sie Leitern klettern können. Können sie. Wusstest du aber wahrscheinlich. Ich habe es eben mal versucht. Da treffen sie mich allerdings auch. Wobei ich gemerkt habe, ob ich mich jetzt mit denen in den Gang stelle und mich treffen lasse oder ob ich einmal durchrenne und mich treffen lasse, macht tatsächlich keinen großen Unterschied. Also ja, es wäre auch eine Möglichkeit, einfach durchzurennen und sich kurz treffen zu lassen und dann ist gut. Aber dann muss ich auf diesen die Ruhe vor dem Sturm-Moment hier, in dem ich hier stehe, nochmal in den Chat schaue, nochmal kurz mit euch rede, auf den müsste ich dann verzichten, weil die mir im Nacken sitzen. Dann müsste ich hier direkt in den Nebel reinrennen und das ist auch nicht gut. Denn jetzt kann ich mir nochmal kurz die Ruhe lassen, bevor ich da wieder reingehe. Nochmal kurz einen Schluck zu trinken. Nochmal kurz in den Chat zu schauen. In Speedruns kann man dadurch, ohne getroffen zu werden, keine schwere Taktik, braucht nur etwas Übung. Wenn man das noch nicht gemacht hat, okay. Ja, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe es ein- oder zweimal versucht durchzurennen. Und da haben sie mich leider jedes Mal getroffen. So. Dann auf ein neues.
Scheiß, da habe ich missachtet. Mal wieder. Und jetzt habe ich die erste Lebensleiste missachtet. Ach Mann, das mit der Geduld. Ich wollte. Ich habe meine Chance gesehen, den ersten kaputt zu kriegen. Und war zu ungeduldig. Weil ich nochmal draufgehauen habe, statt abzuhauen oder statt... Ich weiß nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß, dass ich es falsch gemacht habe. Der erste war so weit unten wie noch nie, glaube ich, bis jetzt. Deswegen dachte ich, vielleicht hätte ich eine Chance, den schon mal kaputt zu kriegen. Es war kurz davor. Mist. Mist, Mist. Das war ein guter Versuch, glaube ich. Also zumindest was den ersten der beiden angeht. Der war schon mächtig weit runter. Glaube ich. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Also insofern merke ich schon einen Fortschritt. Als ich vor 2 Stunden fast annähernd das erste Mal da reingegangen bin, beziehungsweise die ersten Male, die ich beim letzten Stream reingegangen bin, da habe ich keinen einzigen Treffer platzieren können. Da habe ich dem überhaupt nichts abgezogen und war tot. Als ich heute das erste Mal durch den Nebel gekommen bin, habe ich noch keinen Schritt aufs Dach gesetzt und war tot. Mittlerweile habe ich zumindest schon mal ein bisschen Schaden auch ausgeteilt und nicht nur kassiert. Von daher immerhin etwas. Körnchen! Das hat doch aber schon ganz gut ausgesehen. Ach genau, herzlich willkommen erstmal. Wunderschönen guten Abend. Wollte ich dich noch fragen, wie spricht man eigentlich deinen Namen aus? Ich habe tatsächlich bis jetzt immer Körnchen gesagt, weil ich das von anderen auch so gehört hatte, glaube ich. Aber nennst du dich Körnchen oder K-Hörnchen? Hat nämlich jemand gesagt, ich glaube, das soll K-Hörnchen heißen. So wie A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ja, ist völlig okay. Okay, ja, das ist ja die Frage, wie du es dir gedacht hast. Oder ob du lieber K-Hörnchen genannt wirst. Hat nämlich extra jemand noch neulich gesagt, so sprichst du den Namen überhaupt richtig aus? Vielleicht möchte derjenige lieber K-Hörnchen genannt werden. Und wenn das so ist, dann würde ich dem ja natürlich gerne nachkommen. Ist eine Anspielung auf A- und B-Hörnchen. Ja, doch, also tatsächlich. Aber die Aussprache Körnchen ist mir lieber. Okay, ja gut, dann machen wir das so. Aber dann wurde das zumindest gut erkannt. Mit dem A-Hörnchen, B-Hörnchen und K-Hörnchen. Aber es ist tatsächlich, Körnchen ist leichter auszusprechen. Nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, da durchzurennen. Ja, ich habe den Fehler schon bemerkt, bevor er bis zu mir durchgekommen ist. Ja, komm. Immer mit der Ruhe, Junge. Okay. 404, das waren alle. Und weiter geht's. So. Same procedure. Wie die letzten 2 Stunden. Nein! Das war jetzt schon dumm. Das war zu früh. Ich weiß. Ich hab's doch schon gemerkt. Ja, sag es nicht. Oh, ich bin mit 10 Estus reingegangen. Nicht, dass das einen Unterschied machen würde. Guter Versuch, jetzt richtig mies. Das ist unfassbar. Ja. Ich beiße in die Tischkante. Wow. Ich mache den kalt. Und wenn es das Letzte ist, was ich heute tue. Heute, morgen,
alle Tage. Wie viel haben wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt ist mein Schwert gleich schon wieder kaputt. Ich muss bestimmt gleich nochmal zum Schmied gehen und das mal reparieren lassen. Muss ich wirklich mal gucken. Wo sehe ich das nochmal? Moment. Ausrüstung? Sehe ich das? Na, nein, nein, nein! Das war nicht meine Absicht. Ich wollte es nicht ablegen. Verdammt. Welches? Das hier ist es. So, aber ich wollte mir eigentlich den Status angucken. Genau. Nee, das ist mein Status. Wo ist denn der Waffen? Der Waffenstatus. Muss ich hier reingucken? Gott, ich kenne mich einfach nicht aus. Hier. Das. Wo sehe ich jetzt, wie kaputt das ist? Hier wahrscheinlich. 169 von 200. Wird dadurch schon Schaden abgezogen? Sehe ich das irgendwo? Wie viel weniger Schaden es macht? Durch solche Dinge? Der Ursprung des Namens lag daran, dass wir als eine Gruppe Namen gesucht hatten und da haben wir uns dann verschiedene Hörnchen... Achso, okay. Zum Beispiel das D-Hörnchen, Dörnchen und das P-Hörnchen, Pörnchen. Ach, schön. Wie cool. Wie viele gab es dann in der Gruppe? Ich dachte jetzt schon im ersten Moment, das ging von A bis K tatsächlich. Also eine recht große Gruppe dann. Also mindestens bis K. So, sehe ich irgendwo, ob mein Schwert schon Schadensverlust hat, dadurch, dass ich es dauernd gegen die Wand kloppe, zum Beispiel. Nein, jetzt hat er das wieder pariert. Wobei er diesmal zum Glück nicht zurückgeschlagen hat, was mich wundert. Sonst war das gerne schon mal mein Todesurteil, dieser Moment. Okay, und das überrascht mich jetzt, weil ich geglaubt hatte, viel zu seitlich gestanden zu haben. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Ich dachte nicht, dass das klappt. Z-Hörnchen würde doch heute gut zu Salia passen. Zörnchen, noch bin ich nicht wutentbrannt, was das Ganze hier angeht. Deine Items sind entweder kaputt oder heil. Alles dazwischen ist egal. Achso. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das ist gut. Immerhin etwas. Zu sechst wart ihr. Wo sind die anderen abgeblieben? Was ist ihnen zugestoßen? Hat Donald Duck sie gefangen? Ich weiß. Blöder Moment. Mist. Warte mal. Warum habe ich jetzt nur 400 Seelen bekommen? Sonst habe ich immer 404. Warum geben die mir plötzlich weniger Seelen? Es sind nicht so viele weniger, dass ich annehmen würde, es fehlt noch einer davon, weil die mehr als 4 Seelen geben, aber es sind weniger als sonst. Was ist hier los? Ich habe Wertverlust erfahren. Oh, ganz da hinten liegen meine Sachen. Ja, toll.
voll erwischt mit dem Schwanz. Voll erwischt mit dem Feuer. Ich Idiot! Oh, das tut weh! Oh, das war absolut und hundertprozentig voll idiotisch meine Schuld. Wie jedes Mal eigentlich, aber das war richtig dumm. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich gewaltig jetzt. Ja. Mist. Ich finde ja, mittlerweile wäre es ein Versuch wert, Blitzi zu nutzen. Ich bin ja so ein Horter. Ich möchte keine Dinge verbrauchen. Deswegen ist Anvisieren kacke. Ich habe das Gefühl, ohne Anvisieren wäre ich schon sehr viel schneller vom Dach runtergefallen. Und es war ja knapp. Es hätte ja fast noch gut gehen können. Ah, das war wirklich Mist jetzt. Das war echt Mist. Das war ein guter Versuch eigentlich, bis dahin. Bis das Dach zu Ende war. Der so wendig. Wärst du eben nicht? Nee, wäre ich nicht. Ich weiß ja nicht. Ohne Anvisieren hättest du vollkommen Kontrolle über deine Richtung gehabt, was du beim Anvisieren nicht hast. Ja, gefühlt könnte ich halt, wenn ich frei rumrolle, kann ich auch einfach nach hinten wegrollen. Und so konzentriert es sich ja immer um einen anvisierten Punkt herum, ist so meine Vorstellung davon. Und wenn ich einfach den Radius nicht zu weit nehme von diesem Kreis, in dem ich um ihn rumrolle... Das war meine Idee dahinter. Also quasi, indem ich mich nicht weiter von ihm entferne. Was ist hier denn schon wieder los, ey? Sondern einfach im immer gleichen Abstand um ihn rumrolle. Aber da war halt dummerweise das Dach schon zu Ende. Wieder 400 und ein zerbrochenes Schwert. Warum geben die weniger Seelen jetzt? Deren Seelen sind jetzt weniger wert. Und ich habe schon wieder zu viel Estus verbraucht auf dem Weg. Aber wie gesagt, eigentlich, ich hatte ja noch nie das Problem, dass ich alle 10 Estus weg hatte und nochmal einen hätte benutzen wollen. So weit komme ich ja gar nicht erst. Mein Problem ist ja eher, dass ich keine Gelegenheit habe, die ich noch habe, zu trinken. So. Wenn du anvisierst, kannst du nur in 4 Richtungen rollen. Das schränkt das Movement extrem ein. Echt? Ja gut, ich kann halt ja nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links. Und ich dachte aber, wenn ich dann nach links rolle, dann bleibe ich im gleichen Abstand zu meinem Gegner.
und dachte, dass ich dann vielleicht eher in einem Kreis, also wenn ich immer nach links drücken würde, dass ich quasi nicht in einer geraden nach links rolle, sondern in einem Kreis um mein anvisiertes Ziel herum. Und dann dieser Kreis würde ja tendenziell immer wieder zur Mitte des Dachs zurückführen. Das war meine Theorie. Phurexus, hey! Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Schon 2 Stunden dran. Ja, aber du hast nichts verpasst. Also tatsächlich nicht. Ich bin genau an dieser Stelle vor 2 Stunden eingestiegen. Ich habe keinen einzigen Schritt Fortschritt gemacht seitdem. Aber ich habe eben schon an dich gedacht, weil ich einmal geschafft habe, jemanden zu backstabben. Da habe ich gesagt, wo ist der Phurexus, wenn ich es einmal schaffe? Da dachte ich, du hättest dich gefreut in dem Moment. Das sind die optimalsten Streams. Ach ja, für meine Seite nicht so. Aus Streamer-Sicht irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl. Ja, es sieht auch düster aus für Fortschritt heute. Ich habe das Gefühl, dass ich auch den nächsten Stream an dieser Stelle beginnen werde. Aber schauen wir mal. Erstmal machen wir einen neuen Versuch. Muss man embracen? Was ist das schon wieder? Mein Englisch ist zu schlecht. Toll, ich habe meine Sachen zurück und dafür schon wieder. Komm, schnell einmal trinken, bevor der andere ankommt. Ausdauer mehr gehabt. Okay, jetzt habe ich das Problem mit der Ausdauer gesehen. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich ohne Anvisieren sehr viel weiter wegspringe und dann eben auch vom Dach runter. Ich habe das Gefühl, da weniger Kontrolle zu haben, wenn ich ohne Anvisieren. Und jetzt liegt mein Zeug wieder am anderen Ende des Dachs. Ah, oh Mann. Der Phurexus ist der Experte dafür, den ganzen Stream im gleichen Bildschirm zu verbringen. Okay. Ja, umarmen. Mit offenen Armen den Rage willkommen heißen. Rage, da bin ich noch nicht. Rage ist nicht so meine Art. Verzweiflung eher. Verzweiflung ist es. Müdigkeit. Verzweiflung und übermannende Müdigkeit. Das ist der Pfad, auf dem ich mich befinde. In der Zwischenzeit am anderen Ende des Dachs, Ritter Joe Kender untersucht einen Todesfall. Was ist hier wohl passiert? Ob die zwei riesigen Steinfiguren was damit zu tun haben? Oh Mann, das ist wirklich ermüdend. Also, was den Fortschritt angeht, ist es so, als hätte ich gerade angefangen. Der steht aber noch mal auf. Musste ich dann merken. Das reicht nicht. So, das war für Phurexus. Wenn mich eins nervt, dann Gegner, die meinen, sie hätten Zeit und kriechen langsam Treppe runter, bevor es endlich losgehen kann. Ja, das nervt tatsächlich so ein bisschen.
Aber naja, die sind alle tot. Hier hat es niemand mehr wirklich eilig, glaube ich. Ich glaube, die genießen alle den Augenblick. Ist ja auch nicht so, dass hier viel Laufkundschaft vorbeikäme wahrscheinlich. Oh, diese Wände hier. Jetzt sind es wieder 404. Kurios. Mal bekomme ich von denen 404 Seelen und mal nur 400. Ich finde das äußerst mysteriös. So. Wenn mich eins nervt. Achso, ja. Der DSA-Montag war wieder schön und Phyrexia musste in kein Loch greifen. Stimmt, da habe ich auch gelurkt. Wenn du jemanden beim Backstabben tötest, bekommst du minimal mehr Seelen. Ja, aber die jetzt hier, die hohlen Typen hier, habe ich ja nicht gebackstabbt. Und den unten habe ich ja auch jetzt nur zweimal, habe ich das ja bis jetzt nur geschafft. Aber ich habe die ersten Male eigentlich immer 404 Seelen gehabt. Hast du etwa so ein Stream-Control-Dings mit Soundknöpfen? Ja, ein, hier, wie heißt das? Stream Deck. Aber nur das ganz kleine mit den 6 Tasten. Deswegen. Ich habe das tatsächlich vor 3 Jahren oder so schon, hatte ich mir das irgendwann mal zu Weihnachten gewünscht, habe das auch bekommen. Und hab's aber jetzt erst Anfang des Jahres tatsächlich mal zum ersten Mal benutzt und eingerichtet. Mit halt, ne? Wie gesagt, 6 Tasten, da geht nicht so besonders viel, aber. Oder man muss halt Ordner packen. Ordner, Unterordner, noch ein Unterordner. Und dann suchst du dich aber blöd. Also ich habe jetzt schon keinen Überblick mehr. Von daher benutze ich das auch nicht so exzessiv. Aber es ist sehr praktisch, um zum Beispiel das Mikrofon mal schnell zu muten oder so. Zum Beispiel heute Abend, wo ich hier mit Halsschmerzen sitze. Ja, ich möchte gerne nochmal Mitleid. Und zwischendurch dann doch mal wieder husten muss. Dann mal ganz schnell Mikro aus, damit das nicht jeder so hören muss. So, ich habe auch eins und ein nagelneues Mikro. Aber noch nicht damit gestreamt. Ja, dann wird's doch Zeit. Das ist doch Grund genug, wieder einzusteigen, Nighty. Schon seit über einem Jahr hier rum. Ja, wie gesagt, ich hatte das auch 3 Jahre lang oder so, liegt das hier schon. Und ich hab's mir einfach, weil ich habe ja keine Ahnung von nix, ne? Und ich hab's mir einfach nur kompliziert vorgestellt, das einzurichten. Und deshalb hat es so lange gedauert, bis ich das wirklich mal getan habe. Voll erwischt. Ach komm schon. Ich höre aber tatsächlich keinen Chor, der mich auslacht hier. Ich höre zwar den Chor im Hintergrund, weil eben die Frage kam, ob die mich auslachen. Also ich höre sie, aber ich glaube nicht, dass sie lachen. Jetzt ist er wütend. Nein, nicht das Feuer, nicht das Feuer! Ah! Oh, die kommen aber immer zusammen hier. Auseinandergezogen. Anstrengend.
einzige Abwechslung hier ist, welche Seite vom Aufzug wir benutzen. Und das seit über 2 Stunden. Und das ist eigentlich exakt, habe ich zu Anfang schon mal gesagt, das ist exakt die Situation, bei der ich Bedenken hatte bei dem Spiel, wenn man eben einen Stream quasi schon mit einem Problem beginnt, also in dem Wissen, ich habe jetzt gleich ein Problem, und dann über Stunden nicht weiterkommt, keinen einzigen neuen Schritt zeigen kann. Ich dachte, ich hätte zu seitlich gestanden dafür. Jetzt hat das wieder geklappt. Das irritiert mich immer wieder, wann das mal funktioniert und wann nicht. Kannst du nicht noch ein bisschen grinden für mehr HP? Ich könnte theoretisch natürlich einfach noch zwischendurch woanders wieder hingehen und ein paar Seelen sammeln. Aber, also, nee, zu sagen, HP ist nicht das Problem, ist falsch. Natürlich geht sie mir halt irgendwann, mir gehen die Trefferpunkte irgendwann aus. Das ist letztlich immer das Problem. Aber das, da das so schnell geht, ich glaube, es würde keinen Unterschied machen, ob ich jetzt 20 Punkte mehr hätte oder nicht, wenn er mich trifft. Also der hätte wahrscheinlich jetzt auch noch mehr abgezogen als das, was gefehlt hat, um mich zu töten, sage ich mal. Wenn ich 20 Punkte mehr hätte, würde das, glaube ich, keinen Unterschied machen. Das Geheimnis ist eher, sich nicht treffen zu lassen, als mehr Gesundheit zu haben, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob dann nicht vielleicht sogar irgendwas anderes sinnvoller wäre. Also für irgendetwas anderes zu grinden und Punkte zu investieren. So, jetzt haben wir wieder 400. Siehst du, diesmal habe ich ihn wieder, ich habe ihn ja wieder gebacksteppt, den da unten, und habe trotzdem 400 Seelen wieder. Also das kann nicht der ausschlaggebende Punkt sein an der Geschichte. Notfalls menschlich machen und NPC beschwören. Ja, das hatten wir auch schon, das Thema. Du musst dich nicht ablagen, niemandem was beweisen. Das ist das Problem, der kann dich ja fast one-hitten. Ja. Aber das wird er auch können, wenn ich noch 3 Stufen aufsteige, glaube ich. Also, ich habe ja tatsächlich, mache ich ja blöde Fehler immer noch, die ich auch selber bemerke. Und ich muss die halt noch so ein bisschen ausmerzen. Wenn du ein bisschen mehr Spielraum hättest, um zu heilen. Genau, das ist nämlich auch das Ding. Ich muss auch den richtigen Moment erwischen. Ich habe jetzt tatsächlich, ich gehe jetzt gerade wieder mit 10 Estus rein. Was ja nicht schlecht ist, aber ich hatte bis jetzt tatsächlich nie das Problem, dass die mir ausgegangen sind, sondern eher, dass ich den falschen Moment oder keinen Moment erwischt habe, wo ich nochmal welchen nehmen konnte. Und derlei Dinge. Wo bin ich gestorben? Mein Zeug? Ich versuche es ja doch immer wieder einzusammeln. Scheinbar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre der richtige Moment gewesen. Ach komm. Dabei hat er mich bisher noch nie getroffen. Ich glaube, so langsam ist er auch müde der Sache. Und sagt sich, ey, seit 2 Stunden machen wir das hier, Lady. Ich glaube, es hackt. Na, da kommt der zweite schon. Toll. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, wenn ich jetzt was trinke. Und eher mit dem Feuer. In eine Ecke gedrängt und zack. Dreck. Der mit dem Feuer ist echt ein Problem. Und ich dachte zu Anfang dieses Streams, als ich noch nicht wusste, dass da ein zweiter kommt, da dachte ich, der eine wäre mein Problem. Mittlerweile denke ich mir, wenn der allein wäre, wäre das gar kein so großes Problem mehr. Würde der zweite nicht dazukommen, hätte ich den ersten schon längst mal geschafft. Aber also von daher, das ist der einzige merkbare Fortschritt, den ich gemacht habe.
dass ich von ich komme aufs Dach und kann keinen einzigen Schlag setzen, bevor ich sterbe, zu ich schaff's zumindest schon mal den zweiten dazu zu holen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Das ist ja schon eine Verbesserung, aber von da an geht's nicht weiter. Ich kann mich leider nur auf Bloodborne beziehen, aber da war es durchaus so, dass ich mir ein paar Stufen schon was gebracht haben. Mies, also nicht du, sondern die Viecher, ja. Ja, ich aber leider auch. Das ist die zweite Phase, da kommt sicher noch eine dritte. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es. Mir war die zweite schon zu viel. Powerlord, hi. Hi, Lordi. Herzlich willkommen und schönen guten Abend. Go, Salia, go. Ja. Nein. Ach Mann, der hat wieder das Falsche gemacht. Ich hab... Jetzt tötet er mich wieder. In dem Moment, in dem ich mich jetzt rumdrehe, genau. Das passiert jedes Mal dann. Ich schwöre, ich habe die Tastenkombination für den Sprungangriff gedrückt, von dem man mir gesagt hat, den kann er nicht blocken. Oder nicht parieren. Und was ist passiert? Das andere wurde ausgelöst, aus irgendeinem Grund. Anderer Angriff. Er hat's pariert und er hat mich getötet. Immerhin muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr über die Sachen auf dem Dach machen. Ich kotze im Strahl. Ich habe schon die ganze Zeit gelurkt und wollte mal schauen, ob du endlich mal weiter bist. Nein, bin ich nicht. Waren die Better TTV-Emotes hier schon immer aktiv? Was bitte? Ich weiß nicht mal, was du meinst. Ich habe nichts geändert. Vielleicht solltest du 5 Minuten Pause machen. Kann Wunder wirken. Ja, oh, wäre vielleicht wirklich eine Idee. Hier finden sie nichts. Verloren ist gut. Nichts. Vielleicht sollte ich den direkt hier auf der Treppe mal in Angriff nehmen. Nee, klappt genauso gut. Gleiches Spiel wie eben. Nerv tötet. Ich sehe das tatsächlich gar nicht. Also ich sehe nur einen Text da. Feels good, man. Aber da ist kein Bild. Der hier. Also ich habe nichts geändert. Ich habe auch nichts aktiviert. Ja. War kurz weg. Scheinbar noch nicht geschafft. Gibt es trotzdem Fortschritt? Nein. Keinerlei. Kein bisschen. Eine ganze Reihe mieser Versuche gab's, aber kein Fortschritt.
Ach ja, der kann das ja auch. Richtig, da war was. Voll auf die Nuss. Was? Bin ich nicht tot? Ich dachte, ich wäre schon tot. Okay, dann bin ich jetzt gleich tot. Autsch. Komm schon! Das ist der Moment, in dem ich das erste Mal einen von beiden geschafft habe und in dem mir wahrscheinlich der Estus ausgeht. Oh mein Gott. Oh. Ich fass es nicht. 2,5 Stunden. Alter. 2,5 Stunden später. Oh Gott. Oh Mann. Ja, danke. Danke. Ich fasse es nicht. Ich glaube es auch noch gar nicht. Ist nicht wahr jetzt. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein dritter wahrscheinlich. Hey, ein Gargoyle-Helm und Doppelmenschlichkeit. Das ist bestimmt gut. Oh mein Gott. Hier stehe ich. In der Sonne. Oh Mann. Wie war das? Ich hatte irgendwelche Gesten, ne? Was können wir... Gibt es eine coole Geste? Winken, yay, Verbeugung, Gebet. Oh Mann. Oh, gibt's doch nicht. Hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wie fühlen Sie sich nach diesem Bosskampf? Ja, ey, mega. 2,5 Stunden. Wieso hat das jetzt 2,5 Stunden? Ja, das frage ich mich auch. Jetzt ging's eigentlich. Warum hat das 2,5 Stunden gedauert? Ich weiß es nicht. So viele Seelen. Ja, stimmt. Oh, ich muss ein Leuchtfeuer finden. Oh, Mann. Oh, unfassbar. Okay, kommt da ein Leuchtfeuer jetzt in naher Zukunft oder gehe ich jetzt da rein und bin direkt wieder tot? Erstmal weiter, Gefahr ist vorbei. Das sagt ihr so. Okay, lag hier noch irgendwo irgendetwas? Nee, ne? Oh, ich fasse es nicht. Krass. Boah, ey. Endlich! Hier! Fortschritt! Ich sehe einen neuen Raum zum ersten Mal. Nicht runterfallen. Ich gebe mir Mühe. Ich hoffe es. Moment, kann ich hier von der Leiter... Ich sollte auf der Leiter hoffentlich in Sicherheit stehen. Dann kann ich ja mal kurz mein Zeug angucken. Also, was haben wir jetzt bekommen? Einen Helm. Und Doppelmenschlichkeit. Alter Falter. Gargoyle-Helm. Da haben wir ihn. Der Helm des Gargoyles. Eines verzauberten Geschöpfs, das die Glocke des Erweckens im Turm der Kirche der Untoten bewachte. Da Gargoyle-Haut von Natur aus robust ist, diente der Bronzehelm lediglich der Zierde. Achso, der hatte da selber gar keinen Rüstungswert von. Man kann nur wenig Schutz von ihm erwarten. Toll. Danke. Verkaufen. Okay, und was war das andere? Doppelmenschlichkeit.
Ist wahrscheinlich einfach mehr Menschlichkeit, ne? Ja, erhalte 2 Menschlichkeitspunkte und regeneriere Trefferpunkte. Seltener, winziger, schwarzer, bei Leichen gefundener Schemen. Äußerst ungewöhnliche Doppelmenschlichkeit. Du erhältst 2 Menschlichkeitspunkte und kannst eine große Menge TP wiederherstellen. Dieses schwarze Etwas wird Menschlichkeit genannt. Ja, okay, das ist der Standardtext. Doch über sein wahres Wesen weiß man wenig. Wenn die Seele der Quelle allen Lebens ist, wodurch zeichnet sich dann Menschlichkeit aus? So. Und nicht von irgendeinem Lobob-Feind in der Ecke überraschen lassen. Ja, ich hoffe es. Erfreu dich an diesem Gefühl. Sowas fühlt sich immer gut an und es erfüllt dich mit Erleichterung. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Oh Mann. Nimm mal noch den letzten Red Bull. Helm ist trotzdem ganz gut. Mein Energy Drink ist tatsächlich leer. War auch kein Red Bull. War eine andere Marke. Aber ich trinke tatsächlich mal einen Schluck. Ich merke es auch gerade schon wieder im Hals. Boah, tut das gut. Einfach jetzt mal einen Schritt weiter gehen zu können und was Neues zu sehen. Dafür lohnt es sich schon. Achso, du meinst den im Spiel. Den Estus. Ja, stimmt, den könnte ich auch mal nehmen. Noch 2 Wochen, dann kannst du sie nicht mehr aufhören, das Game zu spielen. Ah, ich weiß ja nicht. So, jetzt klettern wir hier direkt ganz nach oben. Aber ich glaube, auf den Zwischenetagen ist auch nichts. Sieht zumindest so aus. Ja, wir wollen ja zur Glocke, ne? Hier steht keiner. Boah, bin ich froh, dass wir die jetzt los sind. Kommt der Drache? Nicht, dass der Drache jetzt hier noch kommt. Oder dass ich wirklich hier runterfalle. Das wäre so eine typische Salia-Aktion. Die werden nicht noch lebendig, ne? Sexy hier, ohne Hose. Der Anblick. Boah. Nee, der kommt nicht. Nur der doppelköpfige große Bruder. Genau. So, die erste der 2 Glocken. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das noch nicht die Hälfte des Spiels war. Leider. Aber die können wir ja schon mal zum Läuten bringen. Yay! Was locken wir jetzt alles an? Wer hat das jetzt gehört und denkt sich, hey, Futter, ey, eine Errungenschaft, cool. Glockenläuten, Kirche der Untoten. Yay. Da habe ich jetzt quasi das Ende einer kleinen Sackgasse zumindest erreicht. Ne? Hier geht es ja jetzt nicht weiter, also muss ich ja zurück und in eine andere Richtung weitergehen.